Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Beim letzten Mal habe ich mir unter anderem überlegt, wie ich diesen komischen Leuchtturm da oben zum Leuchten kriege. Und geh mal weg. Und ich dachte mir, es wäre einfacher, wenn der sich dreht, also um dieses Ding. Weil dann komme ich auch möglicherweise mal in einen Winkel, wo ich da einen Feuerpfeil reinjagen kann. Und ich dachte, hier drin wäre bestimmt ein Schalter. Weil der Schalter, da sich die Mühle generell bewegt, der ist ja auf der Rückseite mit dieser langen Leiter da, ne? Irgendwo da um die Ecke rum oder so. Aber ja, ich war sicher, da wäre ein Schalter drin. Ja, dieser Turm war ursprünglich mal ein Leuchtturm. Mit seinem strahlenden Licht erhellt er das Meer in der Dunkelheit der Nacht bis in weite, weite Ferne, aber das ist schon lange her. Jede Nacht beginnt das Signalfeuer zu drehen, beinahe so, als wolle es an jene alten Tage erinnern. Jede Nacht beginnt sich das Ding zu drehen. Ich Trottel muss nur warten, bis es Nacht ist. 100%. Dabei würde das Feuer vielleicht ja wieder angehen, wenn man nur etwas hineinschießen würde, um es erneut zu entzünden. Ja, Wolski, also, ich sollte mehr mit den Typen quatschen, weil da habe ich immer nie Bock drauf. Voll nervig. So, was wollen wir zuerst? Erst auf Nacht umstellen und erst da reinhupfen. Okay, Frage erledigt. So, dieses Tag-Nacht-Ding, die kleine Tag-Nacht-Musik gegen rechts, links, hoch. Oder auch nicht. Ach, Scheibenkleister. Rechts, links, runter. Oh Mann, Junge. Wieso bin ich jetzt hier? Ja, wo ich mich nur verarschen oder was? Hä? Och nö, wie fieslich. Die haben mich rausgeschmissen. Hä? Macht ihr beim Dirigieren noch ein paar Schritte rückwärts oder was? Das kann ich gerade nochmal da durchlatschen. Nerv. Wo kommen wir da hin? So. Da steht der Typ. Ja, geh mal aus dem Weg. Jetzt mal kurz. Okay. Feuerpfeile sind ausgerüstet. Hep! Ah, da. Oha, da muss man aber genau treffen. Junge, Junge. Da muss man extremst genau treffen. Wahrscheinlich darf ich nicht nur vorne den, ich nenne es jetzt mal Trichter treffen, sondern muss wirklich genau die Mitte erwischen. Das ist für so Controller-Legastheniker für mich, wie mich, gar nicht so einfach. Aber egal. Das macht ja gerade den Reiz aus, wenn man es nicht kann und es trotzdem macht. Dauert das halt ein bisschen länger. Hä? Ah. Nicht gut synchronisiert, kann das sein? Muss ich einen anderen Wagen oder was? Ich glaube, das sollte ich schneiden, sonst dauert das zu lange. Also eine Runde machen wir jetzt noch. Und dann cutte ich und probiere so lange, bis ich getroffen habe. Merkt euch bloß nicht, dass ich im Moment noch 21 Pfeile habe. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ziele ich hier auch einfach nur. Passt das? Hey, wieso nimmst du keinen Feuerpfeil, du Idiot?
Hä? Was ist denn nun wieder los? Ich kann nicht mehr auf Feuerpfeil umstellen. Was soll das denn? Okay. Also manche Dinge an dem Spiel fangen an, mich zu nerven. Das jetzt zum Beispiel. Wieso kann ich keine Feuerpfeile mehr nehmen? Hä? Moment mal. Meine magische Energie ist leer. Och nee, sag bloß, da brauche ich noch dieses. So. Sag bloß, da brauche ich noch magische Energie dazu. Das testen wir jetzt aber. Wo kriege ich jetzt wieder welche her, ne? Ja. Hervorragend. Wo könnte ich denn da welche kriegen? Naja, zumindest nimmt er nicht viel nicht viel Fallschaden. Ich schneide mal an der Stelle und besorge mir mal magischste Energie. Und dann gucken wir mal, ob es da dran liegt. Das wäre natürlich dämlich. Okay, ganz kurz zwischendrin. Ich habe einen Briefkasten aufgemacht, weil da war ein Brief und hat mich auch nur satte 10 Rubine gekostet, das Ding. Ah, Skyer hier. Und ja, da ist ein Laudatio-Gutschein. Laudatio-Schein. Also kurz gesagt, ich kann bei Terry-Händlern einlösen. Mal gucken, was ich mit dem Ding soll. So, jetzt suche ich weiter magische Energie. Und geschafft. Ich war jetzt gerade auf der Nachbarinsel hier irgendwo. Hä? Welche war das? Ach, irgendwo hier in dem Quadrant, glaube ich. Da war so eine Mini-Insel, die man auf der Karte dankenswerterweise nicht sieht. Warum eigentlich? Egal. Und war so eine Mini-Insel und noch drei kleine Inseln außenrum und da gab es dann Energie. So, und jetzt probieren wir das mal direkt aus. Wenn ich jetzt den Bogen ziehe und jetzt ZR drücke, dann habe ich Feuerpfeile. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass magische Energie gekostet hätte. Was der Teufel. Auf jeden Fall geht's jetzt da nicht lang. Auf jeden Fall geht's jetzt wieder und dann stecken wir mal das Schwert ein und probieren die Nummer halt nochmal. Doch wirklich nervig. So. Dong. Mal sauber das Teil auf die 12 gekriegt. Wie war das jetzt? Rechts, links, runter. Immerhin ging das auf Anhieb. Yep. So. Ist jetzt blöd, dass ich das beides mit dem gleichen Daumen machen muss. Das gibt's doch nicht. Ach so, pro Schuss geht da Energie flöten, ne? Kann das sein? Okay. Das probieren wir jetzt aus. Wir halten das mal im Auge. Noch habe ich Feuerpfeil ausgerüstet, das ist soweit klar. Pfeile kann man übrigens bei Terry kaufen für ein Appel und ein Ei. Das war nicht das große Problem. Außer, dass ich nur 30 Stück maximal mitnehmen kann. Also ein bisschen komisch. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen BOTW gespielt. Und da habe ich 500 Pfeile dabei. So. Verdammt, das ist nie der richtige Winkel. Gibt es doch nicht. Wie soll man das Ding treffen? Das wäre wesentlich einfacher, wenn ich mich irgendwo hinstellen könnte in aller Ruhe. Und zielen, wie zum Beispiel ein Dach. Ja,
Gute Frage. Also ich probiere das jetzt noch einmal. So. Okay, trifft nicht. Okay, geht nicht. Gut, dann stoppe ich hier und dann geht's weiter, wenn ich es irgendwie hingekriegt habe. Ist doch zum Bekloppt werden. Na, endlich. Hä? Okay. Also, das hat jetzt eine halbe Ewigkeit gedauert und man muss wirklich warten, bis das Riesenrad und der Leuchtturm, also dieses Leuchtfeuergedöns, sag ich mal, passend synchron ist. Oder man kann es halt, das könnte auch helfen. So, jetzt würde mich natürlich diese Kiste interessieren, die da aufgetaucht ist. Warum komme ich hier nicht raus? Verdammt! Runter jetzt! Doch nicht da. Okay, so geht's auch. Hoppla. Pack, werfst du den Schrott hier wieder ein. So, ich habe hier jetzt gerade eine Kiste gesehen. Wo? Ach so, da kann ich nicht hoch. Toll. Die war doch da drüben auf der Insel. Wie komme ich denn da hin? Da habe ich doch schon mal probiert drauf zu kommen, glaube ich. Weiß noch nicht, ob ich es aufgenommen hatte. Autsch. So, und zwar war das. Moment. Diese dümmliche Insel. Und was fällt auf? Der Abstand ist relativ hoch zum Wasser. Und du hast auch null Wellengang. Also meine Vermutung ist ganz stark, dass ich da nicht rankomme. Ich meine, das hätte ich auch schon mal ausprobiert, aber wir probieren mal. So. Nee. Andere Seite, Trottel. Ja, genau. Du sollst nicht reden, du sollst an Bord. Ruhe! Geh weg. Dummes Boot. So. Habe ich wohl nur noch. Ja. Eine Möglichkeit. Dass ich dann nochmal nebendran fahre. Und wenn es das nicht ist. So. Gut, näher ran komme ich nicht. Und springen tut er nicht. Nee. Okay. Dann ahne ich es. Dann muss ich irgendwo fliegen. Aber, oh, das sieht ein bisschen knapp aus. Ich will aber jetzt diese Kiste haben. Es ist zum Mäusemelken. Dann brauche ich ja schon wieder magische Energie. Also ich hatte auch die glorreiche Idee, mich da auf das Riesenrad zu stellen. Und nehme ich überhaupt auf? Ah ja. Mich auf das Riesenrad draufzustellen da drüben. Und dann einfach den Wind zu drehen, damit das Ding stehen bleibt. Ich nur warten muss, bis dieses Leuchtfeuer in passenden Winkel steht. Aber denkt nicht dran, Leute. Das geht nicht. So, ach, guckt mal hier. Hier könnten wir ein bisschen magische Energie hier kriegen. So, mal gucken, ob wir da irgendwo raufkommen. Jawohl. Okay, dann spielen wir hier mal den Rasenmäher. Halt bloß nicht so viel auf einmal. Ja, also wie gesagt, diese Idee mit dem Winddrehen, damit das Riesenrad stehen bleibt, funktioniert nicht. Sagt mal, wollen die mich verkackeiern? Och nö. Ah, endlich. Ein bisschen noch. Ich sollte.
sollte hier in Bewegung bleiben, weil da schießt irgendeiner auf mich. Gut, aber das ging ja dann doch relativ schnell. Wo willst du wieder hin, Kamerad? So, können das bisschen Schiff auch versenken, aber was ist das? Ach, egal. Hoppla. Nur lieber Gott. So, ich könnte das Schiff auch einfach versenken, aber oder auf dem Schießt, da habe ich jetzt keinen Nerv für. Aber guckt mal da. Man sieht den Leuchtturm wirklich ganz gut. Hell ist zwar anders, also außerhalb der Gegend. Aber man erkennt ihn. Wer kennt ihn nicht? So, wo haben wir hier einen Steg, wo wir anlegen können? Da. Stopp. War ich da schon? Kein Plan. Aber ich glaube schon. Blöder Platz zum Anlegen, glaube ich. Weil darüber springt er ja auch wieder nicht. Halt, andere Richtung. Ja. So. So kommen wir der Sache doch näher. Runter. Schlafmütze. So. Also, entweder von ganz da oben. Das wäre aber schon ziemlich weit. Oder von da. Ups. Wahrscheinlich ist das hier jetzt dann auch falsch. Komme ich da irgendwie hoch innen drin? Wie war denn das? Na, ist der Spacken wieder. Nee, komm. Da lang offenbar nicht. Gut, auf diese komischen Gebäude drüben konnte ich aber auch nicht drauf. Hallo? Ah, jetzt. Hallo. Reagiert nicht immer so, wie ich das haben will. Naja gut, von wann ist das Spiel auch, ne? Wann gab es den GameCube? Irgendwann Ende der 90er vielleicht? Kein Plan. So. Krabbeln wir doch mal da hoch. So, komme ich da noch irgendwie höher oder reicht das von hier aus? Boah. Hallo? Alter, warum springst du nicht, du Trottel? Was? War das für eine Nummer? Etwas anstrengend, der junge Mann. Quatsch. Nein, warum gehst du da jetzt rein, du Idiot? Nein, wollte ich gar nicht. Wenn ihr euch übrigens irgendwann mal wundern solltet, warum ich ab und zu was sage, bevor es passiert, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass die Software, die ich hier benutze, also OBS, irgendwie das nicht so ganz auf die Reihe kriegt, die Ton und die Tonspur so passend aufs Bild zu legen. Also der Ton kommt eigentlich immer ein bisschen zu früh. Ich versuche zwar manchmal daran zu denken, dass ich ein bisschen später rede. Aber naja, klappt halt nicht immer so. Gut. Moment, ducken, ZR. Da soll's da rein, Mensch. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Ich hatte die Hoffnung, hier sehe ich noch irgendwo, wie ich hochkomme. Aufs Dach oder so, aber da ist nichts. Also, wieder raus. Dip, 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 dip. Okay.
So, kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier rüber schweben? Offensichtlich auch nicht. Also brauchen wir eine andere Idee. Ach, von der Windmühle aus, das wäre schon echt weit, oder? Aber so auf Anhieb habe ich echt keine andere Idee. Könnten höchstens mal hier auf die Mauer gehen und mal gucken, ob wir da irgendeine Idee finden. So. Was will der denn? Was macht ein kleines Kind wie du noch so spät draußen? Schlafwandeln. Sag bloß, du beobachtest auch leidenschaftlich gerne den Nachthimmel. Na dann komm hier rüber, hier kannst du noch besser sehen. Ja, schön, und? Was sehe ich da? Eigentlich habe ich ja keine Hobbys, wie man merkt, aber der Nachthimmel hat es mir einfach irgendwie angetan. Falls du etwas dabei hast, womit du weit in die Ferne blicken kannst, dann lass dir auf keinen Fall den Anblick des Mondes entgehen. Moment mal. Hoch da. Anblick des Mondes. Ja und? Da ist ein Mond. Ich sehe es. So, jetzt wird es ein bisschen unscharf. Wo ist er denn? Hä? Der guckt überhaupt nicht zum Mond. Der Mond ist da drüben. Oh Gott, wir sind jetzt nicht bescheuert hier. So, von da aus. Nee, nie im Leben. Nicht hoch genug. Dann flitzen wir mal schnell nochmal auf die Mühle drauf. Ja. Warum nehme ich immer diese Treppe, Mensch? Aber wenn das nicht reicht bis darüber, da brauche ich mal mindestens volle Energie. Oh, und da muss ich auf den Wind aufpassen. Alter, fast verpennt. Das war komisch. Und ich habe noch eine Idee. Als erstes kann ich hier schon mal rüber hupfen, glaube ich. Ja, das ging. So, jetzt sehe ich natürlich diese blöde Insel nicht. Ich brauche auf jeden Fall Rückenwind. Das heißt, wir drehen uns mal direkt in Blickrichtung. Quatsch. Dann brauche ich den Taktstock. Und dann ging das Ding hoch, links, rechts. Okay. Die Windrichtung passt eigentlich. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich da auf dem Dach landen soll, aber eigentlich scheint das ja ganz gut zu passen hier. Ich sehe nichts. Alter! Oh, super! Blöd, Mann! Warum drehst du dich weg? Ich hasse sowas. So, jetzt ist natürlich meine Energie weg. Außerdem bin ich kurz vorm Ertrinken. Wunderbar. Und auf dieser ganzen blöden Insel hier gibt es keine magische Energie.
Wenn ich jetzt noch ertrink, dann habe ich es echt geschafft, Leute. Gut, also ihr seht, wie es funktionieren kann. Die eingegrenzten Kameramöglichkeiten haben es mir hier etwas erschwert. Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Ärgert mich jetzt ehrlich gesagt tierisch, aber ich kann es nicht ändern. Und das werde ich dann irgendwann, wenn ich hier vorbeikomme und wieder magische Energie habe, nochmal probieren müssen, glaube ich. Ja, das ist so das Erste, was mir jetzt noch einfällt. Also ich muss mir langsam mal eine Liste schreiben, was ich noch wo überall alles machen muss, weil das kann sich ja kein Mensch alles merken, das ist ja schrecklich. Vor allem habe ich hier nirgends die Möglichkeit nachzugucken, was ich noch machen muss. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mir noch Feen besorgen wollte, weil ich muss ja auf meiner Heimatinsel noch diesen Extremkeller da machen. Das wird sich auch ein bisschen ziehen. Okay, das heißt, ich beende jetzt mal an der Stelle und besorge mir noch magische Energie und eine Fee und den ganzen Kram, den ich brauche. Dann seht ihr im nächsten Part, wo es weitergeht. Aber leicht ist es. Naja, es wäre ein bisschen leichter, wenn ich mit der Kamera besser klarkäme. Aber gut, zumindest habe ich schon mal raus, wie ich da hinkomme. Das ist doch auch nicht so schlecht. Und der Leuchtturm ist auch an. Da haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Das muss dann reichen für heute. Okay, und ihr wisst ja, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten genießt einfach euer Leben und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn dann. Tschüss.